Was sind taktische Preisstrategien? Zu den taktischen Preisstrategien zählt einerseits einmal die Preisdifferenzierung und andererseits der kalkulatorische Ausgleich. Sehen wir uns diese beiden Preisstrategien nun etwas genauer an und starten mit der Preisdifferenzierung. Die Preisdifferenzierung bedeutet, dass Produkte oder Dienstleistungen zu verschiedenen Preisen angeboten werden. Und diese unterschiedliche Preisgestaltung erfolgt in der Praxis häufig nach dem Raum, der Zeit oder nach der Zielgruppe. Und eine weitere taktische Preisstrategie ist der sogenannte kalkulatorische Ausgleich. Und bei diesem kalkulatorischen Ausgleich werden gewisse Produkte mit einem höheren Aufschlag kalkuliert, wohingegen andere mit einem kleineren Aufschlag kalkuliert werden. Denken Sie hier beispielsweise an ein Restaurant. So können beispielsweise die Speisen mit einem höheren Gewinnaufschlag kalkuliert werden als die Getränke oder auch umgedreht. Ja, so viel einmal zum Allgemeinen zu diesen zwei taktischen Preisstrategien. Sehen wir uns nun einige Beispiele zur Preisdifferenzierung nach dem Raum, der Zeit und der Zielgruppe an. Starten wir mit der Preisdifferenzierung nach dem Raum. Ein typisches Beispiel hierfür wäre, wenn Produkte in Ländern zu unterschiedlichen Preisen angeboten werden. Also so werden diese beispielsweise in Deutschland günstiger angeboten als in der Schweiz. Das kann vor allem auch darin begründet sein, dass wir beispielsweise einfach in den jeweiligen Ländern ein komplett unterschiedliches Preisniveau haben und auch komplett unterschiedliche Löhne, also im Sinne der Höhe. Und hier ist so das typische Beispiel eben die Schweiz, wo wir höhere Gehälter haben und das Leben von Haus aus generell teurer ist als in Deutschland oder in Österreich. Gehen wir weiter zu einem Beispiel zur Preisdifferenzierung nach der Zeit. Auch dieses Beispiel haben Sie sicherlich schon mal miterlebt bzw. davon gehört. So sind typischerweise Urlaubsreisen in der Hauptsaison teurer als in der Nebensaison. Und zu guter Letzt haben wir noch die Preisdifferenzierung nach der Zielgruppe und auch dieses Beispiel kennen Sie sicherlich. So wird seitens von Amazon das Amazon Prime Angebot für Schüler und Studenten zu einem günstigeren Preis angeboten als für den Rest der Bevölkerung.